Here we go. Here we go. Hier ist sie, eure lange Nacht in der Homezone. Genau. Und zwar bis morgen früh um 8 werden wir euch beschallen. Wir haben ganz, ganz tolle DJs eingeladen. Und wir haben jetzt quasi hier auch schon alles umgebaut. Der Sugar D fängt jetzt an. Ja. Und ist quasi unser Opener des Abends. Wir freuen uns, er ist aus Leipzig angereist. Aber wir machen sicherlich auch nachher nochmal einen DJ-Check, ne, mit Sugar D. Ich denke schon, na, also, was Nötiges gibt und warum er hier ist und was er heute macht. Genau. Yes. Und ja. Ja, wir fangen jetzt an. Die Platte läuft von Vespam quasi. War das unser Trainer? Mhm. Zwischen den DJs läuft die dann ab und zu mal heute Abend. Das heißt, Wechsel. Also los geht's. Sugar D, herzlich willkommen. Back to Old School 2018. Ja. Los geht's. Bis morgen früh um 8. Bis um 8. Jawohl. Want you to love me too.
humping. You've got it.
the microphone stand. I give you all the dope lyrics and introducing the band to make you understand how this is planned. I demand a microphone to rock the homeboys with an instrumental to make noise. Yo, I rock the homegirls too. I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's posse. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked or bail. Good party going, get the floor ready and yourself ready. Huh, I rock steady like a rock, and I won't stop till it's at the top and the thunder's dropped. Now hop to it. Yo, they couldn't do it. To get more to the point, they blew it. But not like you're blowing the speaker. They can't go on because they're weaker. This beat is Technotronic. 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 There's a dance floor, get on it. I seek a strong posse. I insist for this the posse. People prove that lethal feast can equal feast that I produce and techno produced it. So tight, right, yo, can't be a loose fit. So step right up for your sizes. You know what the first prize is. Yo, this beat is Technotronic. 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 There's a dance floor, get on it.
Ja, die guten Klassiker. Ja, ja, so ein bisschen Jugend, ne? Ja. Jetzt geht's wieder los, jetzt wird gerechnet, ne? Wie alt sind wir eigentlich? 12 nicht mehr. 15. 15. Ja, also Sugar Dee macht das traumhaft hier. Yes. Oh, und ich habe gerade schon gesagt, also das ist wirklich bezaubernd, was er hier hinlegt. Schöne Mucke, ja, schöne Musik. Schön zum Sonntagmorgen quasi. Ja. Hier live aus dem Studio 3, Back to Old School 2018 2.0. Richtig. Und den Sugar Dee haben wir ja schon vorgewarnt. Der DJ-Check wartet noch auf ihn. Genau. Genau. Also lassen wir noch ein bisschen zappeln. Na klar, zappeln lassen wir ihn, und genau, zwar an den Decks. Ja. Weil es wartet jetzt hier immer noch wunderschöne Musik auf uns. Und ich freue mich schon auf den nächsten Titel. Ja, sind mal gespannt, was er spielt, ne? Ja, er kramt schon wieder in seiner Zauberkiste. Ja, oh, er lächelt schön. Ah, prima. Siehst du, so mag ich das, Norman. So mag ich das. Ja, also dann, mach mal weiter. Wir freuen uns auf die nächsten Klänge. Genau, hier ist immer noch die Homezone meets Back to Old School 2018. Bis früh um 8. Ja. Und das Ganze live. Yes, so ist es. Mit uns. Mit uns, genau. Oh, wer sind wir eigentlich? Wer wir sind? Ach ja, ja, stimmt. Wir haben uns zwar vorher in der Sendung vorgestellt, aber nicht in der ja, Back to Old School Nacht. Ja, hier ist eure Jane und DJ Bass Energy, heute am Mikrofon, nicht an dem Plattenteller. Also seid gespannt, bleibt dran. Wir haben heute ein bisschen Mundwasche, wir haben schon so viel gequatscht heute, aber es macht überhaupt nichts. Jo. Also von daher lassen wir lieber mal die Musik weiterspielen. Aber wir freuen uns hier für euch mit da zu sein. Und ja, ich freue mich auch nicht nur, dass Sugar Dee da ist, sondern dass auch draußen schon der Braincracker quasi in den Startlöchern steht. Genau. Weil der darf dann nämlich ab um 2 Uhr dann wieder an die Decks. Ja. Was heißt wieder? Er darf dann. Er darf. Also er war schon so oft bei uns, deshalb er darf wieder an die Decks. Und aber bis dahin, wie gesagt, ist Sugar Dee noch mit am Start. Genau, bitte Hausklänge. Ja. In dem Mix. Und danach gibt's Early Hardcore, also nachher etwas ordentlich vorwärts. Ja, ja, das kann man so sagen. Ja. Also, wer nachher noch ein bisschen was erleben möchte, noch in den Club gehen möchte oder ein Auto ausrasten sollte, dranbleiben. Bei uns genau richtig. Genau. Homezone und läuft.
We'll be right back.
check this out.
House music is my life. House music is my life. House music is my life.
Let's go.
house you. Girl, I'll house you. Girl, I'll house you. You in my hut now, my hut. Girl, I'll house you. Girl, I'll house you. Girl, I'll house you. You in my hut now. When you're in my hut, you know what's up. Let your mind be free. Relax your body. Jump, jump. A little higher, jump, jump until you get tired. House your body, house your body, house your body to the bass. House it all over the place, so don't let nobody get in your way. Tonight's your night, today's your day. Africa will steer you wrong. Say what? House music all night long. 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 I house you. Don't you know? I house you. Don't you I know will, that? I house you. You in my hut now. Don't you know that? Mm. I house you. Don't you know? He will. I house you. Yo. I house you. Yo. You in my hut now. Check, 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 check this out. Check, 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 check this out. Check, 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 check this out. Check, 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 check this out. Check, 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 check this out. Girl, I see you. I see you. Do what you do. Go on, girl, and act a fool. There's no need to play it cool. Everybody shake your body. We got to make this a real house party. Come on, come on, and stick with me. I'll keep things the way they should be. Keep your house until you sweat. Cause you ain't seen nothing yet. House is food and you need it. If I feed it, you should eat it. Say, house your body, house your body. Say, house your body, house your body. You know my G won't steer you wrong. House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Yeah. I'll house you. Yeah. What? I'll house then you. Do that. I'll house you. Yeah. You in my hut now. I understand. You can do that. I'll house word. You. Yeah. I said. I'll house you. Woman. I'll house yeah. you. You in my hut now. Sweet daddy. Break it on down. Yeah. 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 Oh, yeah. Yeah. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Uhu. So, wir sind jetzt hier zu dritt am Start, weil wir haben den DJ-Check und wir haben den Norman zu uns hier rüber geholt. Also auch bekannt als Sugar D. Du hast jetzt die ganze Zeit wunderbar aufgelegt. Vielen erstmal, Dank. Ja, vielen Dank. Ja, wirklich tausend Dank, weil es war traumhaft bisher. Und es geht natürlich genauso traumhaft weiter, das weiß ich. Ich bin bemüht, ja. Du bist bemüht. Ja, wie wir das immer so machen im DJ-Check, erzähl mal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was gibt es so Wissenswertes zu dir? Vielleicht, dass du einfach mal startest. Und wir gehen dann einfach dazwischen mit unseren Fragen. Okay, ja, Sugar D, ursprünglich aus dem Vogtland, Blauen, Club Zuma. Viele denken auch immer noch, ich komme mittlerweile immer noch daher. Jetzt aber seit 10 Jahren, 11 Jahren, 12 Jahren Leipzig. Mhm. Mache Hausmusik schon immer. Natürlich gab es ja auch das ein oder andere Rave-Set von mir in ja. dieser Sendung bei euch. Genau, genau. Weil das ist so ein kleines ja. Steckenpferd von mir. Also auch mal ein bisschen so in die ganz frühen 90er und so. Mhm. Das ist geil. Aber ansonsten Hausmusik, das gibt es von mir das ganze Jahr hier und da in den Clubs. Gab auch in den letzten Jahren ein paar Produktionen. Einfach so, um zu sagen, okay, ich habe meine eigene Vinyl in der Hand. Ja, und jetzt drehe ich die Scheibe noch, solange es geht. Ja, das finden wir sehr lobenswert, genau, und weil dass du jetzt hier auch mit Scheiben bei uns angetreten bist quasi. Ja, natürlich. Ja, also quasi das Gold. Ne? Das Gold, ja, aber Back to Oldschool und ja, ich weiß nicht, so 1996, wer stand da nochmal mit seinem USB-Stick da? Ich weiß nicht mehr. Wir sagen nein, jetzt nein, nichts. Das ist so ein Ehrending, das ist so ein Ehrending. Ich will niemanden kränken, alles gut, aber ja, Back to Oldschool Vinyl. Versteht genau. sich, ne? Natürlich. Und deshalb bist du auch bei uns. Genau. Hast du eigentlich schon mal mit anderen Medien aufgelegt, außer Vinyl?
Ja, natürlich. Also das Digitale geht ja auch nicht an mir vorbei. Ja. In den Clubs ist es stellenweise sogar mittlerweile so, dass die Leute gar keine Plattenspieler mal hinstellen. Ja. Weil die sagen, ja, pass auf, du wärst der Einzige jetzt, der heute Platte müssen unbedingt. Und dann sage ich, ja, es geht auch so. Hm. Ist jetzt nicht ganz so toll, finde ich, aber man muss halt auch mal der Zeit gehen. Ne? Ja, aber stimmt, es geht nicht so über Vinyl, also für mich. Definitiv. Also wir sind auf deiner Seite. Weil wir sind auch so ein bisschen so die Plattenjunkies. Ja, definitiv. Ja. Genau, ne? Wie hat das damals angefangen bei dir? Hast du dich damals irgendwie einen Plattenteller in deiner Cover zu Hause beim Eltern hingestellt? Oder bist du damals in deiner eigenen Wohnung, die erste Wohnung danach angefangen? Oder hast du im Familienkreis schon Musiker? Ja, ganz, ganz klassisch. Der Opa hat damals in einer Band gespielt. Ja. Tatsächlich noch Schifferakkordeon und sowas. Mein Vater war selbst dann Schallplattenunterhalter. Okay. In der DDR, so richtig mit Lizenz und so. Ja. Und als ich dann so, ja, das darf ich jetzt gar nicht sagen, wie jung ich da war, aber da hat er mich dann immer mal mitgenommen. Mhm. Und ich fand das so toll. Große Welt, Diskothek. Und dann durfte ich hier und da mal einen Knopf drücken und ja, dann, seitdem läuft das. Also bist damals angefixt dann, worden. Ja, ja, natürlich. Schuldisco, dann Teenie-Party in der ortsansässigen Diskothek, irgendwann Club. Also ganz klassische Laufbahn, so wie man das eigentlich sich wünscht. Das passt. Schön, ja. Wenn man dich erreichen möchte, wie kann man das tun? Also nicht nur hier bei uns in der Homezone, in der Back to Old School Nacht, sondern auch darüber hinaus. Also wenn man sagt, hey, ey, der Sugar D, der hat mir so zugesagt, wie kann ich ihn erreichen? Ja, am schnellsten heutzutage natürlich Facebook. Mhm. Einfach Sugar D suchen und finden. Das ist für die meisten am einfachsten, weil vieles läuft nur noch über Facebook. Am besten dort anschreiben, wer es offiziell haben möchte. Triebton ist meine Booking-Agentur. Mhm. Gibt es auch bei Facebook oder die haben auch triebton.com, eine eigene Seite. Wer es aber ganz oldschool möchte, sugard.de, also ich habe auch noch eine Webseite. Ist zwar nicht so viel los, aber die wird aktuell gehalten, was die Dates angeht. Meine letzten Releases kann man dort, also sind verlinkt dann zu Discogs und so. Ja, also es gibt Möglichkeiten, wer will, der findet mich. Okay, prima. Apropos Produktion, machst du jetzt noch Eigenproduktion oder hast du das in Schublade gepackt? Weil du hattest doch mal gesagt, du hast schon was produziert, oder? Ja, also es gibt direkt zwei Sugar D-Vinyls. Ja. Die SD-001 und 002. Dann gibt es so diese, es hört ja keiner zu, ne, aber diese Schokobettis Porno-Disco. Das sind so Bootleg-Platten. Aber psch, das ist ja ganz... Nein, das hört nein, keiner zu. Dann gab es auch noch einen Remix für Steve Lischinski aus Berlin. Ja. Dann war ich noch auf so einem Sampler drauf mit dieser Drama at the After Hour-Geschichte. Habe noch so ein, zwei andere Remix-Geschichten gemacht. Ja, jetzt ist erstmal gerade Pause, künstlerische Pause. Es gab zwar jetzt wieder eine Remix-Anfrage und eventuell Ideen für die Porno Disco 3, aber noch nichts Spruchreifes. Okay. Also up to date bleiben und wenn du was Aktuelles hast, einfach mal eine Nachricht schreiben und wir veröffentlichen das dann hier mit dem Veröffentlichungsdatum. Natürlich. Live mit dir im Radio oder im Club, je nachdem. Vielleicht hast du auch mal eine Möglichkeit, irgendwie mal so ein Battle zu machen oder so. Gegen uns quasi? Gegen euch! So. Mit Dirk zusammen. Ist ja nicht so, dass man direkt nur Techno machen, aber auch ich höre House und habe auch noch ein paar alte Klassiker House-Scheiben zu Hause. Ja. Und vielleicht können wir da irgendwie mal so einen Termin machen, ein Battle machen oder so im Club oder bei dir in der Gegend, wenn das, du mal das Station halten hast. Wir so fest, 3 cool. Millionen Korax-Hörer haben das jetzt live mitgehört. Ja. Cool. Da kommst du nicht mehr raus. Nee. Geht klar, also, gut. Ich bin dabei, definitiv. Gut. So, okay, lieber Norman, du darfst wieder rüber an die Decks. Tausend Dank. Danke für das Statement. Ja. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Jawohl, gerne. Danke gerne an die Hörer da draußen, die immer noch an der Leitung bleiben und weiter geht's. Also unser Ausschlag ist definitiv gegeben heute Abend. Definitiv. So, weiter geht's. Jawohl, viel Spaß. Umso die läuft.
Learn to trick your eyes.
moving off the ground. We'll be right back.
Ihr Lieben. So, die Hütte ist voll hier, ja, bei uns. Genau, hier auf Radio Korax, die Hometown meets Back to Old School, ja. 2018. Und wir haben nämlich jetzt den Sugar D hier noch im Hintergrund so ein bisschen laufen. Ja. Und wer ist denn hier eigentlich alles da? Wer kann sich denn mal bemerkbar machen? Wer ist Hallo! Hallo! Das ist fast schon wie, wir starten ins neue Jahr. wir starten quasi in eine neue Nacht. Ja. Und wir starten in den Sonntag hier rein. Und ich muss sagen, es macht total Spaß mit allen von euch. Jawohl. Ach, ja, schön. Ich muss alle lachen. Schön. Ja, wen haben wir denn hier eigentlich alles da? Oh, jetzt, alle machen sich klein. Oh Gott, nein, das Mikrofon ist freigeschalten. Nee, ich will gar nicht hingehen. Nee, aber wirklich tausend Dank an euch alle, wie ihr hier seid. Es macht total Spaß heute Abend. Und wir können schon sagen, das ist quasi die letzte große Runde hier 2018. Ja. Und auf diesem Wege schon mal viel Erfolg fürs neue Jahr. Wir müssen schon mal vorbauen. Oh, genau. Ne? Ja, großes Neujahr. Also nein, das hat natürlich noch ein paar Wochen Zeit. Genau, aber in der Runde sind wir momentan das letzte Mal hier. Ja. Im Sender. Das ist richtig. Genau. Und so ein bisschen traurig sind wir schon, ne? Ja, das Weil ist aber rum. Na gut, 2019 wird auch geil. Das wird besser, das wird geiler. Sind eh sowieso wieder alle da. Also Sugar D müssen wir sowieso wieder einladen. Ja. Der Braincracker ist auch wieder da. Und alle DJs, die heute kommen, sowieso auch. Also von daher, das neue Jahr ist quasi das alte Jahr. So wird sein, ne? Genau. Zwar nicht mehr mit Back to Old School, sondern mit aktuellem Sound. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit. Richtig. Genau. So, jetzt ein paar Grüße loswerden. Ja. Und ihr wollt ja nach Hause, habe ich gehört.
Doch nicht nach Hause, nur ins Bett. Okay, also ins Bett nach Hause. Okay, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Okay, aber an der Stelle möchte ich mich nochmal für den wunderschönen Abend bislang bedanken. Und an dich, mein lieber Ötzi, es war ein wundervolles Jahr mit dir. Okay. Danke dir. Ja, ansonsten möchte jemand noch Grüße loswerden. Ich hab schon. Du hast schon, aber der Klaus sieht so aus, wie, als ob er möchte. Komm mal ran hier. Guck mal an meine zuckersüße Seite. Du hast die Chance hier heute. Ich komme hier sehr nah. Also erst der Hohensohn Klausi, der Obi, er kennt mich ja. Und ich grüße euch ganz herzlich. Ich denke bestimmt die Reseda dazu und natürlich nach Berlin zu meinem Enkel Hendrik, der mir versprochen hat zu gucken. Mhm. Und alle, die mich noch so hören, die noch nicht schlafen, ich wünsche euch noch eine schöne Nacht und alles Gute. Und dann, ich denke schon bis zum nächsten Jahr. Doi, doi, doi und... Homesoon und? Läuft. Genau. Ja, also jetzt kommt ja quasi der Braincracker in der nächsten Session. Genau. Jawohl. Wir müssen quasi umstöpseln ein bisschen. Ja, also der Sound ändert sich, er wird etwas sportlicher, etwas nach vorwärts. Sportlich ist gut. Ja. Da geht definitiv der Bass nach vorne. Definitiv. Er lacht noch, ja. Oder wieder. Apropos oder wie nach vorne, wir müssten nächstes Jahr mal ein neues Jahr, einen neuen Namen uns überlegen, zwecks läuft. Ja. Das ist schon sehr oft lange vertreten. Mhm. Nur mal so als Idee. Ja, ja, also wir haben ja auch schon Ideen gesammelt. Also, liebe Hörer, lasst euch überraschen, was da kommen möge. Genau, nächstes Jahr, neues Jahr und neuer Name für Homezone, aber bis dahin... Wird noch nicht verraten. Die läuft noch, aber nächstes Jahr läuft sie anders. Ja. Besser, aber, geiler. Na, Mucke bleibt trotzdem geil. Wir bleiben geil, aber der Name wird anders. Genau. Also, lasst euch überraschen, wir haben was vorbereitet. Definitiv. Ja. So. Das war's. Danke, liebe Jane. Na, kein Problem, bin doch gerne da. Also dann, ihr lieben Hörer, startet erstmal jetzt weiter mit uns durch. Jetzt wartet der Braincracker auf euch. Und dann hören wir uns gleich wieder. Definitiv. Richtig Mucke. Und wir ziehen durch bis um 8. Ja. Nachher noch Dennis Duplex und Silvio D. und Goof with Groove. Yeah. Also dranbleiben lohnt sich definitiv. Jo. Bis dahin. Homesoon und Läuft.